Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Heute aus der Arena Schwerin. Volleyball steht auf dem Programm. Der Schweriner SC empfängt heute den SC Potsdam im DVV-Pokal Achtelfinale. Und DVV-Achtelfinale, da war doch was. Ja, letztes Jahr, der Schweriner SC musste sich hier zu Hause geschlagen gegen Smart Allianz Stuttgart. Das war eine Totenstille hier in der Halle und das will der Schweriner SC heute verhindern. Man möchte nach Halle ins Finale und ob es gelingt, dafür muss hier erstmal ein gutes Spiel her gegen den SC Potsdam. Und das werden wir uns jetzt ansehen. Und es geht wieder los nach der langen Pause und damit auch herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz. DVV-Pokal in Schwerin. Schwerin SC gegen SC Potsdam.
Milde Angabe von Dini Sanke, die gefürchteten Sprungaufgaben. Beginnen das Spiel mit einem Ass. Besser kann man ein Spiel nicht beginnen. Ja, nach der Pause gilt es jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen für beide Mannschaften. Ah, der Ball vom Block im Aus, der Ausgleich für Potsdam. Und der Brand war da schön hochgestiegen. Ja, war einfach im Monat gab es das Spiel schon mal an gleicher Stätte. Haben wir sicherlich verfolgt. Schwerin SC gegen den SC Potsdam. Damals 3:1 für Schwerin. Der Ball zu weit. Und das 2:1 für Potsdam. Und das 3:1. Lisa Thomsen. Und der Woche noch bei der Nationalmannschaft. Estelle. Haben sie den Block gut gestellt auf Potsdamer Seite. Erneut der Versuch. Und jetzt Topic und der Punkt für Schwerin, 2:3. Mira Topic ein Rückhalt, ein ganz besonderer Rückhalt in der Meistersaison des SSC. Ja, der SC Potsdam hat sich einiges vorgenommen hier heute in Schwerin. Man sieht sich zwar als klarer Außenseiter, aber man möchte, so der Trainer, im Zitat nicht nach 40 Minuten nach Hause fahren und sie sind hier auf einem guten Weg. Das 2:4 durch Daniela Fresco, die Argentinierin, die auch beim World Cup in Japan war. 10. wurde sie mit ihrer Mannschaft. Oh, schön den Ball am Block vorbeigelegt. Von Anna Buys mit dem Punkt zum 3:4. Berit Graufeld kommt jetzt mit an den Mittelblock. Lisa Thomsen, der Libero, nimmt auf der Bank Platz. Anja Brande bei der Angabe. Das war sehr gut gemacht von Usic. Aber der Punkt geht nach Schwerin, 4:4. Gab es einen technischen Fehler. Anja Brandt. Kaufeld mit dem ersten Block. Kaufeld nochmal dran und dann sind sie sich nicht einig. Estelle rutscht da aus. Und Potsdam geht wieder in Führung. 5:4. Lucia Daniela Fresco wird den Ball ins Spiel bringen. Also ganz sicher ist die Annahme beim Schweriner SC. Hier noch nicht. Lisa Thomsen bringt den Ball toll rüber. Es gibt 10 Applaus. Estelle mit dem Block dran. Und der Ball von Fresco. Im Aus. 5:5. Ja, die erste etwas größere Aufregung hier in der Arena. Und Crystal Estelle. Jetzt bei der Angabe. Guter Block von Boys. Boys mit Versuch Nummer 2 schlägt den Ball
kraftvoll in den Block. Und von Simona Usic geht der Ball ins Aus. 6:5 für Schwerin. Die Angabe zu weit. 6:6. Gerrit Gaufeld mit dem Klasse-Treffer in ihrer typischen Art steht sie da in der Luft und macht den Punkt diagonal. 7:6. Beuys mit der Sprungaufgabe. Die geht vorbei. 7:7. Nicole Seidova jetzt mit dem Ball. Aber sie bringt ihn nicht ins Spiel. Der Ball einfach zu weit. 8:7. Technische Auszeit. Die erste technische Auszeit in diesem Spiel. Und das Spiel ist auch noch sehr viel von Nervosität geprägt. Man versucht noch die Sicherheit zu finden im Spiel. Man sieht den Trainern doch die Nervosität ein wenig an. Dem Potsdamer Trainer hat man sie schon während des Spiels angesehen. Dem Schweriner gerade jetzt in der Auszeit. Zufrieden sieht anders aus, aber das kann man auch nicht erwarten. Nach einer so langen Spielpause, da muss man sich erstmal entfinden. Und da haben jetzt beide Mannschaften gleich Zeit zu. Im zweiten Abschnitt des ersten Satzes. Ja, jetzt kommt das Signal. Die Spielerinnen dürfen die Platte wieder betreten. Und Berit Kaufeld wird den Ball ins Spiel bringen. Ah, sah gar nicht so gefährlich aus, aber es bringt den Punkt für Schwerin. Die erste 2-Punkte-Führung, 9:7. Laura Weinmeier kann den Ball dann nicht unter Kontrolle bekommen. Aber kriegt Denise Hanke die Hände nicht zu. Und deswegen der Punkt für Potsdam. Christina Schlechter war das und jetzt bringt Usic den Ball in die Partie. Es war schön gespielt von Schwerin. Auch wenn sie ein bisschen Glück haben, dass Anjas Brands Ball vom Block ins Haus abgelenkt wird. Der Block hat gut gestanden auf Potsdamer Seite. 10:8. Denise Hanke. Sie begann das Spiel mit einem Ass. Kraftvoller Ball und der ist draußen, sagen die Schiedsrichter. Das war ganz knappe Entscheidung. Sah von hier oben ein wenig anders aus, aber dafür sind die Linienrichter da, die sehen das etwas besser. 10:9. Oh, gefährliche Angabe von Weinmeier. Und dann kann sie den Ball von Topic nicht halten. 11:9. Top-Edge mit der Angabe jetzt.
Estelle macht nicht gleich den Punkt, sondern bringt ihre Mannschaft dann noch in Schwierigkeiten. Topic hat den Ball nach vorne reklamiert, da die Potsdamerinnen hätten übergegriffen. Schiedsrichter stimmt dem nicht zu. Punkt für Potsdam. 11-10. Aber da muss natürlich Estelle den Ball gleich rüberbringen. Kann ihre Mannschaft dann nicht so in Schwierigkeiten bringen. Sei es drum, Stucki mit der Angabe. Und Beuys mit dem schwachen Ball und der Block von Fresco zum Ausgleich. Beuys wieder Schwierigkeiten bei der Annahme. Bisschen viele Schwierigkeiten bei der Annahme bei Schwerin. Sehr gut gestellter Block von Potsdam. Schwaches Anspiel. Aber gefährlich. Neuer Aufbau für Potsdam. Und da ist der Mittelblock nicht schnell genug zusammen. Und Fresco macht den Punkt. Die Führung für Potsdam. 11-12. Und Ramona Stucki darf erneut die Angabe machen. Und Lisa Thomsen hat da Probleme bei der Annahme. Und der nächste Punkt geht an Potsdam. Und jetzt gibt es die Auszeit von Schwerin. Und meiner Ansicht nach zu Recht. Da soll jetzt mehr Unruhe im Spiel als nötig wäre. Gerade in der Annahme muss da doch noch einiges passieren. Gerade am Ende der letzten Saison haben wir das bei Schwerin schon mal gesehen. Schwierigkeiten bei der einen oder anderen Annahme hatten. Das hatte sich gelegt in den Finalspielen. Insbesondere durch eine starke Janine Völker. Die ist nun nicht mehr da. Und jetzt müssen dann alle anderen in die Bresche springen. Und das haben sie klasse gespielt. Mira Topic aus dem Hinterfeld. In der Mitte durch, aber alles frei in der Mitte und musste sie nur noch durchschlagen. Und das lässt sich an die Mira Topic natürlich nicht nehmen. 12-13. An der Brand kommt zur Angabe. Guter Schlag und der Ball war drin. Fresco erneut erfolgreich. 12-14 und jetzt gibt es einen Wechsel auf Potsdamer Seite. Usic geht raus. Und Bockner kommt. Ja, dann im Mittelblock jetzt nicht unbedingt die Größte eingewechselt. Mal schauen, wie sich das gleich im Spiel auswirkt. Estelle, das hat sie klasse gemacht, kam sie weit von aus mit viel Schwung und der Ball sitzt genau. 13-14. Und Estelle jetzt auch mit der Angabe. Schwache Annahme. Potsdam kann den Ball nur rüberbringen. Und Beuys mit dem Punkt. Da war der Block ganz offen. Der Ausgleich für Schwerin. 14-14. Crystal Estelle. Also erneut mit der Angabe für Schwerin. Und Kaufeld steigt da hoch nach der
nach dem Anspiel von Hanke 15-14 für Schwerin. Das klappt jetzt besser nach der Auszeit von Schwerin. Sieht das besser aus. Und Estelle mit dem direkten Punkt von der Angabe. Technische Auszeit jetzt. Nummer 2 im Satz Nummer 1. 16-14 für Schwerin. Und dass wir uns auch noch einmal die Möglichkeit nochmal zu blicken auf die Gäste des SC Potsdams, die mit Janine Hinderlich vor kurzem einen Kreuzbandriss hinnehmen mussten. Die wird in der Saison ausfallen, ist erfolgreich operiert worden. Da wünschen wir natürlich gute Besserung von dieser Stelle aus, dass es für sie schnell wieder weitergeht. Und dass sie bald wieder Sport treiben kann. Ansonsten ist der SC Potsdam viel gesünder aufgestellt, haben sich im Ligaspiel hier gegen Schwerin mit einem Magen-Darm-Virus rumgeschlagen. Der ist vorübergegangen an der Mannschaft. Und momentan sieht es ja auch noch gar nicht so schlecht aus. 16-14 der Stand für Schwerin. Estelle. Das war bessere Annahme. Das war eine tolle Variante und der Punkt für Seidova. Das war gut, schön und schnell gespielt. Genauso muss Volleyball aussehen. Und schlechter kommt jetzt zur Angabe. Beuys. Ah, wir kriegen den Ball nicht wieder hoch. Beuys war da am Block gescheitert von Potsdam. Der Ausgleich für die Mädels aus der Landeshauptstadt Brandenburgs. Hanka auf Kaufeld. Der Punkt geht nach Schwerin, ja. Auch wenn das ein bisschen mit Ansage war, der Ball. Steigt Kaufeld wunderbar nach oben und Beuys geht jetzt für die Angabe aus dem Spiel. Und Hiroko Hakuta kommt für die Angabe beim Schwerin SC, die Japanerin im Team. Und Berit Kaufeld stellt den Block gegen Weihemeier. Und Auszeit genommen vom SC Potsdam. Und ich denke, es ist das richtige Mittel. Schweriner schien gerade wieder in Fahrt zu kommen. 18-16 der Stand. Und es geht, glaube ich, weniger darum, seine Mannschaft jetzt motivieren, als wie bei Schwerin wieder den Schwung zu nehmen. Und das ist für den Gästetrainer, denke ich, ein gutes Mittel. Wenn der Schweriner SC erstmal in Fahrt kommt, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Hakuta. Der Ball zu lang. Und da hat die Rhythmusstörung schon mal funktioniert. 18-17. Leider war. Und wieder die Variante Kaufeld-Hanke. Beziehungsweise natürlich Hanke-Kaufeld. Funktioniert gut bei Schwerin, weil Potsdam da auch den Block nicht zukriegt. 19-17, Kaufeld bei der Angabe.
Da gab es einen technischen Fehler auf Schweriner Seite. Punkt für Potsdam. Bogner geht wieder aus dem Spiel und Usic kommt wieder für die Angabe. Schlechte Annahme auf Schweriner Seite erneut. 19-19. Und auf der Schweriner Bank macht sich der MVP des letzten Jahres bereit. Patricia Thormann wird wohl bald kommen und Beuys das war Toppitsch diesmal auf der Seite. Habe ich mich von der Seite täuschen lassen. Und Auszeit genommen vom Schweriner SC beim Stand von 19-20. Auch das richtig. Die Auszeit von Potsdam hat Schwerin den Rhythmus brechen lassen. Und Potsdamerinnen führen hier überraschend im ersten Satz mit 19-20. Es ist auch so, dass die Außenspielerinnen vom Schweriner SC überhaupt nicht zur Geltung kommen. Weder Beuys noch Mira Topic konnten sich besonders in Szene setzen. Das war eigentlich insbesondere die Kombination Hanke-Kaufeld. Und das merkt man auch in Schwerin, die Halle steht auf. Die Mannschaft braucht Unterstützung. Und die bekommt sie jetzt. Aber erstmal Angabe Usic. Oh, schwieriger Ball. Und Topic, jetzt hat sie die Lücke. Nutzt sie auch. Aber Potsdam kann den Ball nochmal ins Feld bringen. Aber die erneute Chance für Schwerin. Wieder über Topic. Aber gute Finte eigentlich von Hanke. Die Potsdamerinnen sind nur nicht drauf angesprungen. Und im letzten Versuch dann Anja Brandt mit dem Ausgleich 2020. Den Punkt haben sich die Schwerinerinnen erkämpft, aber die Potsdamerinnen halten sehr gut dagegen. Bis hierhin halten sie sich an ihre eigene Vorgabe. Hanke mit der Sprungaufgabe. Und der Block von Topic geht aber ins Aus. Und Weyenmeier holt damit den Punkt für ihre Mannschaft 20-21. Die Kombination Hanke Brandt. Der Ball immer aus, 20-22 und jetzt kommt die angesprochene Patricia Thormann. Crystal Estelle geht aus dem Spiel. Der MVP, der wichtigste Spieler oder in ihrem Fall die wichtigste Spielerin der Liga im letzten Jahr. Aber erstmal nützt das nächste Punkt, geht erneut nach Potsdam. Schwerin hat Schwierigkeiten bei der Annahme und genau deshalb kommt jetzt Julia Retzlaff für Mira Topic. Interessant anzusehen, wie die Spielerinnen die Eingewechselte scheinbar ins Feld reinziehen gemeinsam. Anja Brandt. Der Punkt geht erneut nach Potsdam. Da war sie scheinbar im Netz. Ich habe es nicht ganz sehen können. Aber plötzlich heißt es Satzball für den SC Potsdam. Laura Weyenmeier schlägt auf zum Satzgewinn. Und Thormann bleibt am Potsdamer Block hängen. Und er steht hier überraschend 0-1. Gut,
So, die Halle steht etwas behäbig auf in Schwerin. Das war doch ein erster Schock und der zweite folgt sogleich auch 0-1 im Satz Nummer 2 für Schwerin. Erster Satz also mit 20-25 verloren gegangen. Und Julia Retzlaff lässt auch den zweiten Ball fallen. Eigentlich immer ein sicherer Rückhalt für den Schweriner SC. Jetzt der zweite Fehler im zweiten Satz, 0-2. Und Mira Doppelstab wieder mit Schwierigkeiten bei der Annahme und es steht 0-3. Und Usic mit Angabe Nummer 4. Anja Brandt mit einem schwachen Ball. Und wie es geht, das zeigt Potsdam auf der anderen Seite. Fresco wieder. 4-0. Und dass es jetzt keine Auszeit gibt für den Schweriner SC, gleicht ein wenig an der Strafmaßnahme des Trainers Beuys. Schauen wir mal. Topic. So super sah es nicht aus, aber sie versucht es mit dem Angriff wieder wettzumachen, bleibt aber im Block hängen. Und Thormann rettet den Ball übers Netz. Topic, diesmal mit gutem Block. Wieder Fresco. Wieder ist Topic da. Jetzt die andere Seite. Brandt ist da und Schwerin erkämpft sich diesen ersten Punkt. 1-4. Und Denise Hanke. Wieder mit der Sprungaufgabe und es ist ein Erlebnis, live zu sehen, wie hoch sie diesen Ball wirft. Und er führt zum 2-4. Wie unglaublich hoch sie diesen Ball wirft und mit wie viel Schwung sie ihn dann in Richtung gegnerisches Feld befördert. Natürlich mit viel Gefahr, dass er daneben geht, aber auch mit sehr viel Gefahr, wenn er ankommt. Usic. Da haben sich die Schwerinerinnen gefreut, aber es war wohl doch eine Schwerinerin dran. So zeigt es der Schiedsrichter 2-5. Weihemeier bringt den Ball rein. Retzlaff mit der Annahme und Toppitsch bringt den Ball gut am Block vorbei. Am Einmannblock der Potsdamerinnen 3-5. Patricia Thormann hat eigentlich gut reagiert. Und Thormann bleibt da am Einmannblock hängen von Schlechter. 3-6. Und ich weiß nicht, wie sehen die, liebe Zuschauer. Oh, jetzt geht der Punkt. Ein Strafpunkt gibt es jetzt für den Schweriner SC. Ich habe jetzt nicht erkennen können, warum das so ist. Potsdamer Trainer. Schüttelt den Korb, versteht 4-5. Und Torpage-Probleme bei der Annahme von Frescos Ball 4-6.
Stucki bringt jetzt den Ball rein. Dieser Turm sicherer bei der Annahme und dann wird es auch gleich gefährlich mit Anja Brandt. Gut von Thormann. Retzlaff intelligent gespielt. Und das führt dann auch zum Punkt. 5-6. 5-6. Man muss natürlich abwarten, wie das Spiel noch läuft, aber einen klaren Außenseiter, wie sich Potsdam vor dem Spiel betitelt hat, sehe ich hier in diesem Spiel noch nicht. Guter Block jetzt von Retzlaff und Kaufeld. Erneut guter Block, diesmal mit Thormann. Und Retzlaff mit dem Crossball ins Aus. 5-7. Boah, Mira doppelt, will da erst hingehen und beweist dann doch Auge, so zeigt es zumindest an. 6-7. Das war knapp, die Angabe von Fresco. Patricia Thormann. Oh, deutlich zu weit. 6-8. Technische Auszeit. Und hier kommt Schwerin wohl eher gelegener als Potsdam. Ja, und normalerweise gerade auf das nächste Heimspiel des SSC gegen die Roten Raben Wilsbiburg. Auch wir werden da natürlich wieder bei seinem Spiel verfolgen. Aber der Fokus sollte für den Schweriner SC jetzt hier auf dem Spiel gegen Potsdam liegen, denn es läuft alles andere als rund für den deutschen Meister. Christina Schlechter bringt den Ball gleich wieder ins Spiel. Und Retzlaff schlägt den Ball zu weit. 6-9. Popicic war besser bei der Angabe. Eigentlich schlechter Pass von Denise Hanke, aber gut gelöst von Berit Kaufeld, die den Ball noch rüber tippt und damit den Punkt für Schwerin sichert. 7-9. Sicher, sieht aber anders aus. Julia Retzlaff. Und Denise Hanke mit dem Block. Oder versucht sie sich selbst nach vorne zu schreien. 8-9. Ja, der Punkt für Schwerin, auch wenn sich da Thormann und Hanke uneinig waren. Hanke schrie da, lass, weg. Sie wollte ihn selber nehmen, aber Patricia Thormann auf Mira Toppel zum Punkt, zum 9-9. Retzlaff. Kaufeld. Sehr gut aufgepasst am Netz. Drückt den Ball wieder rüber, 10-9 für Schwerin. Und die Schwäche ist überwunden vom deutschen Meister. Aus
6:9 macht 10:9. Und jetzt sogar 11:9. Der Punkt von Retzlaff. Schlecht, er kann den Ball nicht annehmen. Und die erwartete Auszeit vom Trainer des SC Potsdam, Alberto Salomoni. Und der Italiener nimmt sich seine Mannschaft jetzt zur Brust. Das ist ganz interessant zu sehen, was sie jetzt leider nicht sehen können auf Schmariner Seite. Der Trainer steht dabei, aber die eigentliche Ansagen, die macht Lisa Thomsen im Kreis, während es bei Potsdam sehr klassisch ablief. Der Trainer sagt und die Spielerinnen hören zu. Julia Retzlaff mit der Angabe. Doppelt mit dem Punkt. Für Schmerin. Jetzt hat es auch gut geklappt mit Thormann bei der Annahme. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Angriff. Es gibt einen Wechsel auf Seiten von Potsdam. Den gleichen, den wir schon mal gesehen haben. Usic verlässt das Feld und Bockner kommt. Und es führt erstmal zum Punkt. Seienmeier mit dem Diagonalschlag. Und Seidova mit der Angabe jetzt. Und Topic mit erneuten Schwierigkeiten bei der Annahme. Und da möchte ich den ehemaligen Schweriner Trainer Ture Alexandersen zitieren, der sagte, wer zu viele eigene Fehler macht, kann einen Satz nicht gewinnen. Das sollten sich die Schwerinerinnen zu Herzen nehmen, wenn sie hier gewinnen wollen. Gut gestellter Block von Hanker und Kaufeld war das. Fresco, schön vorbeigeschlagen. Thomsen hat den Ball sicher. Und Thormann mit Übersicht. Aber auch der Ball ist noch klasse geholt. Topic macht den Punkt. Kein wirklich gut gekonnter technischer Schweiner, aber ein unheimlich schöner Ballwechsel. Weil er mit viel Spannung ausgeführt wurde und mit viel Leidenschaft und Kampf. Herr Berit Kaufeld wird den Ball jetzt reinbringen und der Schweriner Trainer hat ihn eben noch etwas zugerufen. Mal gucken wir, was es ist. Ja, genau da sollte der Ball hinkommen und der Punkt für Schwerin. 14:11. Christina Schlechter wurde da wohl als Schwachpunkt ausgemacht. Fresco. Gut geholt, den Ball von Kaufeld. Potsdam erneut. Und da gibt es den technischen Fehler und den Punkt für Schwerin. 15:11 und da gilt natürlich auch dasselbe auf Potsdamer Seite, wie ich zuvor schon sagte, für Schwerin, wer zu viele eigene Fehler macht, der kann einen Satz nicht gewinnen. Berit Kaufeld. Ja. Haben sie ein bisschen früh weggegeben, den Ball. Aber ein guter Angriff von Weinmeier. 15:12. Bockner wird den Ball jetzt reinbringen. Oh,
Und der Ball von Hoppitsch war knapp, aber drin. 16-12 und es gibt erneut technische Auszeit, die zweite im Satz Nummer 2. Diesmal sieht es etwas deutlicher aus, 16-12 für den Schweriner SC. Und wir sehen jetzt nochmal die Potsdamer Bank. Da ist auch sehr viel mehr los und da würde ich jetzt gerne mal Mäuschen spielen, was er seinen Spielerinnen mitgibt. Das scheinen so Kleinigkeiten zu sein, wenn ich das richtig deute, die er ihnen damit geben möchte. Und der Start ins letzte Drittel des zweiten Satzes. Es war das Schweriner Publikum jetzt einmal nochmal etwas mehr Lärm zu machen. Und Denise Hanke schlägt auf. Ganz starker Ball, aber die Potsdamerinnen können ihn retten und können ihn wieder ins Feld befördern. Oh, schön. Da sind alle Möglichkeiten. Schöne Finte. Brand steigt da hoch und der Ball kommt dann zu Tormann und es gibt erneut Auszeit. Diesmal genommen von Potsdam. 17-12. War mal eine richtig schöne Variante jetzt. Dort. So, nach der mit einem Punkt Unterbrechung etwas verlängerte Auszeit. Jetzt also weiter. Das sind halt Denise Hanke mit der Sprungaufgabe. Diesmal besser angenommen. Aber am Block vorbei und auch zu lang fürs Feld. Meine Ansicht. Aber nicht die Ansicht der Schiedsrichter, die entscheiden. Eine Schwerinerin war am Ball. Und damit der Punkt für den SC Potsdam, 17-13. Doppelt holt den Ball vom Boden und Tormann am Spielfeld vorbei. Ärgert sie sich. 17-14. Dürfen sie sich jetzt durch die unglückliche Schiedsrichterentscheidung aus Schweriner Sicht nicht verunsichern lassen. Und Weihemeier lässt es auch gar nicht so weit kommen. Ihre Angabe geht ins Aus. 18-14. Mira Topic. Guter Block. Toben holt den Ball gut und Topic aus dem Hinterfeld. Eine gute Variante im ersten Satz. Und wieder Topic. Und diesmal erfolgreich. 19-14. Mira Topic ist immer eine Waffe. Wenn sie frei zum Schlag kommt. Und jetzt gibt es den Wechsel zurück. Auch das haben wir im ersten Satz bei Potsdam schon gesehen. Bocknar geht wieder raus, Usic kommt zurück in die Partie. Und die Kroatin im Trikot des Schweriner Sportclubs, Mira Doppel, springt den Ball ins Spiel. Netzroller. Fresco. Die Argentinerin scheitert am Schweriner Mittelblock. Anja Brandt hatte die Hände zusammen
macht den Punkt. 20-14. Mira Topic. Gute Angabe. Und gut aus dem Hinterfeld gelöst und Topic scheitert diesmal am Potsdamer Block. Ramona Stucki hatte da gestanden. Und Emil Jene. Jetzt auch mit der Angabe. Und wieder scheitern die Schweriner am Mittelblock. Diesmal war es Seidova. Die Tschechien. Im Trikot der Potsdamerinnen. Da sind sich Retlaff und Thomsen uneinig. Und da war es eine schwache Annahme von Potsdam. Schlechtes Zuspiel von Hanke. Thomas macht das Beste draus. Jetzt besseres Zuspiel auf Retzlaff. Guter Block von Thormann. Jetzt nochmal vernünftiger Aufbau. Thomsen, der Ball zu weit für Thormann. 20-17. Ja, das Spiel doch sehr geprägt von Fehlern hier. Stucki bringt den Ball wieder rein. Retzlaff, diesmal besser, schlägt den Block an, aber der Ball ist nicht wieder zurück in Schwerin der Feld zu bringen. Demnach Punkt für Schwerin, 21-17. Und jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Anja Brandt wird rausgehen für die Angabe. Und Hiroko Hakuta, die Japanerin, kommt ins Spiel. Hört nochmal den Schwung an. Und dann soll es zu einer gefährlichen Angabe kommen. Aber nicht von Erfolg gekrönt. Seidova spielt den Ball durch den Schweriner Block durch, macht den Punkt für Potsdam. ...21-18. Und entgegen erster Annahmen kommt Brandt nicht zurück ins Spiel. Retzlaff bleibt im Spiel. Keiner dran am Ball. Der Ball immer aus. 21-19 und Schwerin macht es unnötigerweise wieder spannend hier im Satz 2. Und Thormann, diesmal die Lücke gefunden nach dem Anspiel von Hanke. Im Potsdamer Block. 22-19. Patricia Thormann. Bei Meier. Retzlaff mit der kurzen Variante. Schlechtes Ball abgefangen von Thormann. Rettler bleibt zwar im Block hängen, aber der Ball immer aus. 23-19 und das ist immer ein sehr vorentscheidender Punkt. Da ist noch ein Punkt für Schwerin und das heißt Satzball. Ball von Topic zu weit, Punkt für Potsdam. 23-20. Lisa Thomsen guckt da zum Arena-Himmel und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir Potsdam hier nochmal rankommen lassen. Seidova mit der Angabe.
Retzlaff wieder. Schwerin, der Mittelblock da nicht vorbei, aber Hanka trotzdem eine Hand dran. Scheitert dann am Potsdamer Block. Und Kaufeld kriegt den Ball nicht mehr rüber. Das war die dritte Berührung. Damit der Punkt für Potsdam. 23-21. Seidova. Es gibt bis jetzt ein Problem. Man vermutet jetzt einen Aufstellungsfehler auf Potsdamer Seite. Das ist nicht richtig zu deuten. Und das bedeutet Ballbesitz für Schwerin und Satzball für Schwerin. Gibt einen Strafpunkt für Potsdam. Und Julia Retzlaff schlägt auf zum Satzgewinn. Aber Seidova wehrt sich, schlägt durch den Block von Toppetsch und Kaufeld durch. 24-21, aber es bleibt natürlich beim Matchball für Schwerin. Seidova. Der Ball im Aus und damit geht der zweite Satz an den Schweriner SC. 25-22. Ja, damit willkommen wir zum dritten Satz. Vom Spiel des Schweriner SC gegen den SC Potsdam, DVV-Pokal Achtelfinale 2011. Und der Ball wird wieder ins Spiel gebracht von Denis Hanke. Mit ihren gefährlichen Sprungaufgaben. Und wie gefährlich sie sind, das beweist sie hier mit dem 1-0. Lisa Rühl konnte dem nichts entgegensetzen, 1-0 für Schwerin. Oh, klasse! Wieder Hanke mit der kraftvollen Aufgabe und diesmal hat Christina Schlechter das Nachsehen. 2-0 für Schwerin. Ja, wir haben die Pause genutzt. Vom zweiten auf den dritten Satz haben wir uns ein wenig umgehört in der Halle. Man war doch ein wenig erschrocken über die schwachen Annahmen des Schweriner SC. Jetzt Mira Topic mit dem 3-0. Das überzeugt Schwerin vornehmlich mit der Kraft und es führt zur ersten Auszeit auf Potsdamer Seite. Sieht man schön, wie der italienische Trainer fordert. Geht richtig zur Annahme. Nicht so lasch, nicht so ein bisschen, sondern richtig, stellt euch richtig hin, fest auf die Füße. Dann schafft ihr es auch,
zu punkten. Schauen wir mal, wie seine Spielerinnen das jetzt umsetzen. Erstmal heißt es wieder Denise Hanke mit den gefürchteten Sprungaufgaben. Und Topic wieder, diesmal nur rüber getippt. Jetzt muss der Block stehen. Brand kommt spät, aber rechtzeitig. Jetzt war der Ball cross geschlagen und Hanke kriegt den Ball nicht wieder ins Spiel. 3-2-1. Ja, nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben uns ein wenig umgehört hier in der Halle. Es fehlt so die sichere Hand im Schweriner Defensivspiel. Und Mira Dobbitz scheitert am Potsdamer Block 3-2. Und damit kommen wir auf Hanna Haugenhaas. Sie ist noch angeschlagen, sie ist grippegeschwächt und deswegen nicht fit und heute nicht im Kader des Schweriner SC. Und die ordnende Hand scheint ein wenig zu fehlen, zumal Lisa Thomsen heute nicht zu ihrer Form kommt. 3-3. Und solange der Schweriner SC seine Annahmearbeit nicht in den Griff bekommt, wird das hier ein ganz knappes, enges Spiel werden. Und Patricia Thormann mit dem Treffer. Lisa Röhl kam da nicht mehr ganz hin, aber man hat es dem italienischen Trainer angesehen, wie zufrieden er war und wie sehr er sich geärgert hat, dass die gute Aktion seiner Spielerin nicht gefruchtet hat. Topic. Fresco, der Aktivposten im Potsdamer Spiel, die Argentinierin. Und der Block macht das Leben für die Potsdamer Spielerin, als es eigentlich war. Der Ball von Stücki. Dann ins Feld, nichts zu machen, 5-3. Mira Topic. Sanja Brandt, gute Netzarbeit, 6-3. Mira Topic. Oh, die Angabe ins Netz. 6-4. Und Stucki. Und es gibt wieder einen technischen Fehler auf Potsdamer Seite. 7-4 für Schwerin. Anja Brandt mit dem Ball jetzt ins Spiel bringen. Ein 1,95 Meter groß. Die Mittelblockerin der Schweriner SC zum 8-4 und damit technische Auszeit. Und Alberto Salomoni, der Italiener, in einer typisch
italienischen Art. Weiter geht's nach der ersten technischen Auszeit mit Anja Brandt. Oh, Fresco. Gut am Block vorbeigeschlagen. Dann kriegt den Ball nicht mehr. Punkt für Potsdam. Fresco. Topic. Tormann, der Ball zu weit. Punkt für Potsdam. 8:6. Die Brandenburgerinnen kommen immer wieder ran. Lassen sich hier vom deutschen Meister nicht unterkriegen. Und das müssen sie auch gar nicht, weil meisterlich spielt er heute nicht. Ah, sah nicht schlecht aus von Denise Hanke, der Ball von Tormann, aber zu weit. Und im Aus, 8:7. Und die kurze Variante, Hanke Kaufel, führt zum Erfolg. 9:7. Patricia Dormann, der sichere Rückhalt für Schwerin. In der letzten Saison sucht noch nach ihrer Form. Gute Idee von Hanke, kurz. Wieder kurz. Kurz und kompromisslos. Denise Hanke zum 10:7. Das war ja schon fast trotzig. Ja, wenn es von außen nicht klappt, dann mache ich es halt selbst. Von euch Potsdamerinnen lasse ich mich nicht ärgern. Patricia Thormann. Schwache Annahme wieder. Ah, der Ball ist zu weit. Von Weyenmeier. 11:7. Jetzt gibt es einen Wechsel auf Potsdamer Seite. Schlechter geht raus. Gründing kommt. Und Julia Retzlaff am Netz zum 12:7 und es gibt erneut Auszeit von Potsdam. Er scheint zu sagen, was macht ihr denn da? Das muss gar nicht sein, das ist völlig unnötig. Und sie spielen nicht mit der gleichen Intensität wie zuvor, womit sie dem Schweriner SC, wir haben sehr ärgern können. Patricia Dormann wird den Ball wieder ins Spiel bringen.
Sehr guter Dreierblock. Wieder war der Block dran und die Möglichkeit zum Aufbauen jetzt. Über Retzlaff. Und der Doppelblock von Hanke und letztlich Kaufeld bringt den Punkt für den Schweriner SC. Und etwas resignierende Gesichter bei Potsdam müssten gar nicht sein. Patricia Thormann. Fresco mit Übersicht wieder am Block vorbeigeschlagen. Retzlaff. Wieder Fresco. Und Topic aus dem Hinterfeld. Rühl hat den Ball noch. Und Hanke. Wieder mit diesem fast trotzigen Schlag. Aber das richtige Mittel in diesem Zeitpunkt nach diesem langen Ballwechsel. 14-7 für Schwerin. Gut mit Übersicht von Kaufeld. Was jetzt gar nicht so gefährlich aussieht, führt dann zum Punkt für Schwerin. Und der Schweriner SC kommt langsam in Fahrt. Der Ball von Retzlaff erst im Netz, dann rollt er rüber und dann ist der Ball im Aus. 15-8, der erste Punkt nach langer Durchstrecke für Potsdam und die erste Angabe von Lisa Gründing in diesem Spiel. Oh, der war eigentlich zu weit, meiner Ansicht nach. Topic geht trotzdem hin. Seide war schön rübergelegt. Topic jetzt. Und Fresco kann den Ball nicht annehmen. 16-8 technische Auszeit. Ja, und die Auszeit kommt für Potsdam gelegen. Sie müssen ein wenig durchschnaufen, den Rhythmus von Schwerin brechen, weil sonst werden sie hier im Satz Nummer 3 gnadenlos untergehen. Sie müssen ein wenig Selbstvertrauen auch tanken, weil sie lassen jetzt so ein bisschen die Köpfe hängen, was gar nicht sein muss, weil bis hierhin haben sie ein gutes Spiel gezeigt. Die Auszeit vorbei und Julia Retzlaff bringt den Ball ins Spiel. Und der Ball klamm aus. 17-8. Julia Retzlaff. Und die Variante Hanke-Kaufeld, die greift jetzt wieder im Satz Nummer 3. Wenn auch nicht mehr in der langen, sondern in der kurzen Variante jetzt kommt. Schlechter wieder für Gründing. Und Julia Rettler bringt den Ball rein beim Stand von 18-8. Ja, da hat Kaufeld versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. 18-9. Seidova.
Und Toppitz hat da Glück, der Ball wäre wohl zu weit gewesen. Potsdamerinnen gehen trotzdem ran. 19-9. Berit Kaufeld. In ihrer unnachahmlichen Art, den Ball ins Spiel zu bringen. Und den Ball von Potsdam noch gerettet, sogar den Punkt geholt. Ein sehr ungewöhnlicher Ball. Da hat sie ihn vom Boden gerettet, vom Netz gerettet, dann den Ball einfach rübergebracht und da fühlte sich niemand für zuständig auf Schweriner Seite. 19-10. Sowas mag ein Trainer ja überhaupt nicht sehen, wenn seine Spielerinnen unkonzentriert sind. Simona Usic. Patricia Thormann. Bleibt zwar am Block hängen von Laura Weihenmeier. Und der Ball im Aus, so dachte ich, aber da war noch eine Spielerin dran. Von Schwerin, so entscheidend die Schiedsrichter. Punkt für Potsdam. Angabe Potsdam. Und die macht wieder Simona Usic. Und Topic bleibt am Block hängen. Und es steht 19-12. Bläst Potsdam jetzt zur Aufholjagd. Die Schweriner Fans wollen das verändern. Feuern ihre Mannschaft jetzt an. Und Topic hatte eigentlich nicht genug Schwung und bleibt erneut am Block hängen. Ja. Auszeit jetzt genommen vom Schweriner SC und der Hallensprecher sagt es eigentlich mit den richtigen Worten. Was ist denn los jetzt? Ich glaube, das ist gerade vielen Schweriner Zuschauern hier durch den Kopf gegangen. Aber Potsdam besinnt sich wieder auf ihr Spiel und haben prompt damit Erfolg. Und das Spiel geht weiter. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Auszeit gefruchtet hat. Simona Usic mit der Angabe. Wieder Topic. Und der Ball viel zu weit von Schlechter. 20-13. Könnte so etwas wie die Vorentscheidung bedeuten hier im Satz. Nummer 3. Ein sehr wichtiger Satz im Volleyballspiel. Denise Hanke. Bleibt mit ihrer Sprungaufgabe im Netz hängen. Ärgert sich. 20-14. Laura Weihenmeier. Mira Topic war das schön freigespielt. Von Denise Hanke. 21-14. Topic. Fresco schlägt Retzlaff an. 21-15. Popic wird besser bei den Annahmen und Thormann schlägt den Block an in Form von Christina Schlechter. 22-15. Und wieder der Wechsel auf Schweriner Seite. Anja Brandt geht aus dem Spiel.
Uniroko Hakuta kommt für die Angabe beim Stand von 22 zu 15. Retzlaff mit dem Block. Und Retzhoff, dann erst im Block, aber dann der Punkt für den Schwerin SC. Hakuta zum zweiten, 23-15. Und das war mal eine ganz neue Variante. Lanke den Ball annahm. Kaufeld auf Tormann. Und dann rutscht der Ball durch den Block durch. Und damit Satzball für den Schweriner SC. Hiroko Hakuta schlägt auf zum Satzgewinn. 24 zu 15. Und Topic, gut gerettet. Fresco. Hanke bringt den Ball zurück rüber. Neue Chance für Potsdam, aber der Punkt für Schwerin. Durch den Mittelblock abgewehrt von Nicole Seidova. 2 zu 1 für Schwerin. Die Schweriner Arena hat sich erneut erhoben. Satz Nummer 4. 2 zu 1 für den Schweriner SC. Angabe durch den SC Potsdam. Und den ersten Punkt im Satz Nummer 4 macht Denise Hanke. Wieder den Ball einfach rübergedrückt. Und eigentlich sollte den Potsdamerinnen das jetzt bekannt sein, aber sie reagieren nicht richtig drauf, stehen nicht richtig zum Ball. 1 zu 0 für Schwerin. Und Topic. Und der Punkt für Schwerin. 2 zu 0. Und wieder Denise Hanke mit den Sprungaufgaben. Darauf haben sich die Potsdamerinnen aber gut eingestellt jetzt. Und Patricia Thormann scheitert am Doppelblock von Potsdam. Und jetzt steht es nach Punkten wie nach Sätzen 2 zu 1. Weyenmeier bringt den Ball jetzt ins Spiel. Ah, da war eine Potsdamerin dran. Sagen Sie, Schiedsrichter, der Punkt für Mira Topic, 3 zu 1. Und der Ball auf dem Boden, Punkt für Patricia Thormann, 4 zu 1.
Und die Potsdamerinnen haben momentan auch nicht die Körpersprache, um gegen den deutschen Meister gegenhalten zu können. Gut gerettet da am Block. Gut gerettet jetzt auf Potsdamer Seite. Und Hanke für Retzlaff. Und der Punkt für Schwerin, 5:1. Diesmal gut gespielt von Potsdam. Schön den Ball durchgeschlagen durch den Doppelblock. Schwerin bekommt ihn dann nicht zusammen. Christina Schlechter macht den Punkt für Potsdam. 5:2 trotzdem. Es ist zu wenig, was die Potsdamerinnen hier zeigen. Nicht, weil der Schweriner SC so gut wäre, sondern weil einfach die Körpersprache nicht stimmt bei den Potsdamerinnen. Wieder Schlechter, diesmal gut von Seidova. Der Ball kommt noch rüber, aber der Ball im Aus. 5:3, gut gekämpft von den Schwerinerinnen, wird nicht belohnt. 5:3. Vielleicht zeigen die Brandenburgerinnen jetzt ja nochmal, dass sie es auch können. Ramona Stucki bei der Angabe. Sie könnten viel mehr erreichen. Klasse gerettet, der Ball von Topic, aber letztlich doch der Punkt nach dem Schlag von Christina Schlechter. 5:4. Und da sieht man, müsste man eigentlich auch sehen auf Potsdamer Seite. Dass man gegenhalten kann gegen den Schweriner SC. Schlechter Pass, Fresco versucht das Beste draus zu machen. Tormann. Gut abgewehrt diesmal von Usic. Und Fresco mit der Chance. Das war sehr schön. Das war sehr mit Auge gespielt. 5:5. Und wenn das den Potsdamerinnen nicht Auftrieb geben soll. Ramona Stucki. Oh, schwache Annahme bei Radzlaff. 5:6. Und Auszeit genommen jetzt vom Schweriner Trainer. Ja, er muss jetzt versucht jetzt seine Mädels mental wieder ranzuholen. Während sich sein Kollege auf Potsdamer Seite mit Einzelgesprächen vortastet. Sah mir das bei Schwerin eher nach einer Generalansprache aus. Er seine Mädels jetzt wach zu halten. Und dieses Spiel hier im Satz Nummer 4 klar zu machen. Schwerin führt nach Sätzen mit 2:1. Und hat die Chance, wie schon in der Bundesliga Potsdam mit 3:1 zu besiegen. Aber dass es auch anders geht, sehen wir hier Fresco mit dem guten Block. Hier gehen Rentzler 5:7. Und da raufen sich die Schweriner hier die Haare. Ähnlich wie im ersten Satz führt jetzt Potsdam mit 5:7. Die Angabe aber zu weit, 6:7. Manch ein Pessimist sagte nach dem ersten Satz, vielleicht wären es ja nur 3. Nun sind wir im vierten. Und wenn sich Potsdam jetzt fängt,
dann könnte es gut sein, dass wir hier noch einen Fünften sehen. Brandt gut geholt, aber der Ball ist wieder drüber und wieder die Chance für Potsdam. Das war gut gespielt und da kommt Brandt zu spät und Seidewa macht den Punkt für Potsdam. 6:8 und jetzt hat Potsdam genau das gemacht, was ich vorher ansprach. Nämlich sich auf ihre Stärken besonnen und die Punkte geholt und deshalb führen sie jetzt hier im Satz Nummer 4 und es gibt die erste technische Auszeit. Und jetzt ist es an Schwerin, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Es geht ein wenig jedenfalls hin und her. Aber für beide Mannschaften wäre deutlich mehr drin. Sicher, Schwerin führt und man kann nicht immer ein Galaspiel hinlegen. Aber gerade auf Potsdamer Seite muss man nur an sich selber glauben. Dann wäre hier sehr, sehr viel mehr drin. Fresco. Eigentlich ein sicherer Rückhalt, die Argentinierin für ihre Mannschaft. Hadert mit sich selbst. 7:8. Patricia Thormann. Mit dem ähnlichen Fehler. Auch ins Netz der Ball. 7:9. Und so allmählich kommt Spannung auf hier in der Arena. Eine schwache Annahme von Retzlaff. Und 7:10. Schlechter bei der Angabe. Und auch die Angabe geht ins Netz. Das ist doch deutliche Nervosität jetzt im Spiel. Retzlaff. Ja, und dann tritt sie voran, Denise Hanke mit der Netzarbeit erfolgreich. Verkürzt auf 9:10. Seidewa schlägt Topic an. Punkt für Potsdam. 9:11. Seite war die Tschechin. Bringt den Ball jetzt ins Spiel. Und wieder Denise Hanke mit diesem kurzen Spiel. Den Ball einfach rüber getippt. Ohne Ansatz. Wichtige Punkte für Schwerin hat das schon gebracht heute. 10:11. Und Berit Kaufeld jetzt mit der Angabe für Schwerin. Sah eigentlich gar nicht so gut aus, der Ball auf Potsdamer Seite. Schluki kommt nicht richtig in den Ball, bringt ihn doch noch rüber. 10:12. Simona Usic. Topic, aber gut gestellter Block auf Potsdamer Seite und Brandt stellt den Block auf Schweriner Seite und kann den Ball von Weilenmeier abwehren.
11-12. Und Patrizia, genannt Patti Thormann, geht aus dem Spiel jetzt auf Schweriner Seite an der Buis. Kommt in die Partie. Und Denise Hanke bringt den Ball mit der gefährlichen Sprungaufgabe rein. Und die Potsdamerinnen aber noch gut gelöst. Unter allen Mannblock von Stucki bringt den Punkt für Potsdam. 11-13. Die Potsdamerinnen, die glauben ja an sich. Die haben wieder Mut gefasst. Und genau deshalb punkten sie hier auch. Mira Toppelt, schwache Annahme. Weinmeier. Jetzt also erneut mit der Angabe. Dieser Toben wieder Schwierigkeiten bei der Annahme. Und jetzt gibt's den Punkt für Schwerin, wieder technischer Fehler auf Potsdamer Seite. 2-14. Hat Schwerin Glück gehabt. Das hätte ja auch gut 11-15 heißen können. Da heißt das Durchatmen. Mira Topic. Fresco. Der Block noch dran, aber der Ball nicht zu halten. 12-15. Potsdam führt hier mit 3 Punkten im Satz Nummer 4. Stucki bringt den Ball rein. Aber knapp, Retzlaff geht hin. Richtige Entscheidung, Punkt für Schwerin. Fresco wieder mit einem guten Schlag, aber diesmal war Topic auf der Höhe. Gute Netzarbeit von Seidova. Und jetzt zweite technische Auszeit und Potsdam führt mit 16-13. Und da sehen wir doch schon eine leichte Aufregung auf Seiten des Schweriner Trainers, auch wenn sie jetzt die ruhige, abgeklärte Bank vom SC Potsdam sehen. Verständlich, weil bei ihnen läuft es gut und sie wollen jetzt die Lockerheit, die Ruhe behalten. Wollen genau so weiterspielen, um hier den vierten Satz zu ergattern. Und Schwerin braucht jetzt sein Publikum und sein Publikum ist da. Es steht hier nach der zweiten technischen Auszeit. Und Fresco, Angabe geht zu weit. Sie hat er da sehr mit sich selbst. Ist aber einer der stärksten bei Potsdam. Anne Boys. Mit der Angabe. Kaufeld, gute Blockarbeit. Schwach aufgebaut von Potsdam, da war viel mehr möglich.
Nein, das war schon abgepfiffen. Ich hatte auch einen Pfiff gehört, war mir nicht ganz sicher, hab kurz innegehalten. 14-17. Technischer Fehler bei Kaufheld, so wenn ich es richtig gedeutet habe, gerade von den Schiedsrichtern. Der Ball im Block von Rettler, von Potsdam holt sich den Ball. Aber schlechtes Zuspiel. 15-17. Ja, da werden sich noch Tipps mitgegeben auf Schweriner Seite. Man versucht sich da zu helfen auf dem Feld. Julia Rettler. Potsdam bekommen ihn nur rüber und die Variante Hanke Kaufeld. Schwerins Beste ist heute. Wechsel auf Potsdamer Seite. Bockner. Kommt wieder ins Spiel für Usic. Ist in Budapest geboren. Hat schon einiges von Europa gesehen. Kam zuletzt von Panathinaikos Athen. Und es gibt jetzt Punkt für Potsdam. Haben die Schweriner Spielerinnen etwas anders gesehen? Aber davon dürfen sie sich nicht aufhalten lassen. 16-18 und das Publikum steht hier immer noch. Beweist heute, dass sie ein tolles Publikum sind. Mira Topic. Und der Punkt für Schwerin. 17-18. Kaufeld kommt zur Angabe. Und der Ball durch den Block durchgeschlagen ins Aus. Von Ramona Stucki und damit der Ausgleich für den Schweriner Sportclub. Berit Kaufeld darf erneut 18-18. Schwache Annahme, aber trotzdem noch die Möglichkeit. Fresco. Jetzt Schwerin, Topic. Und die Führung. 19-18. Auszeit genommen von Potsdam. Jetzt sieht das Ganze doch schon viel energischer aus, was der italienische Trainer der Potsdamerinnen da macht. Das ist auch eine ganz entscheidende Phase in diesem Spiel. Schwerin führt jetzt wieder im letzten Abschnitt von Satz Nummer 4. Und wenn sie den vierten Satz für sich entscheiden, ist das Spiel hier vorbei. Und Schwerin steht im Viertelfinale. Und Kaufeld mit dem direkten Punkt. 20-18. Fresco. Klasse gerettet von Beuys und Topic mit dem Punkt für Schwerin. 20-18, das sieht jetzt schon viel, viel besser aus als Schweriner Seite. Bockner geht wieder aus dem Spiel jetzt und Usic kommt wieder. In Zagreb geboren.
Aber nun, Berit Kaufeld. Und genau jene wird abgeschossen von Christina Schlechter. 21-19. Und Simona Usic. Mit der Angabe. Und Bulls hat sich den Block da schön ausgeguckt, schlägt links an ihm vorbei, genau in die Lücke, 22-19. Und toller Doppelblock von Toppels und Brandt. Und jetzt sehen wir die stärkste Phase im Spiel der Schweriner SC. Und vielleicht hören Sie es, liebe Zuschauer, Schwerin-Sprechchöre in der Arena. Und erneut der Block. Diesmal Brandt, the Boys. Und es heißt Matchball für den Schweriner SC. Denise Hanke mit Sprungaufgabe zum Matchgewinn. Und das ist Spach und das war der Sieg für den Schweriner SC. Der Schweriner SC steht nach 20-25, 25-21, 25-15, 25-19 im Viertelfinale des DVV-Pokals. Wir gratulieren. Glückwunsch dem Schweriner Sportclub. Und damit jetzt die Auslosung des Viertelfinals hier in der Arena in Schwerin. Der Sieger aus Münster gegen Aachen am Heimrecht. Und der Sieger aus Münster gegen Aachen hat er Heimrecht. Das Spiel ist noch nicht beendet. Gegen den Sieger Lohhof gegen Stuttgart. Und spielt gegen die Sieger Kohnhofen gegen Stuttgart auch die Partie noch nicht beendet. Das haben sie nicht sehen können, er hat jetzt die Kugel kaputt gemacht. Wiesbaden hat gewonnen gegen die zweite Mannschaft von Arubis Hamburg mit 3-0, deswegen hat der Wiesbaden Heimrecht. Und der Gegner? Gegen den Sieger aus Dresden, den Grimma.
gegen den Sieger aus Grimmen. Grimma gegen den Dresdner SC. Auch das Spiel noch nicht beendet. Jetzt hat er sie auf den Boden geworfen und sie ist wieder. Naja, also der Sieger aus der Partie Suhl gegen Sinzheim. Heimspiel für den Sieger aus dem Partie Suhl gegen Sinzheim. Trifft jetzt. Das ist sehr schön. Auf. Der war hier, ja. Aber wir haben es halt geschrieben. So, der Gegner. Du machst das alles auf. Aus der Sieger aus Köln gegen den Zwieburg. Gegen da geht schon das den. So, jetzt ein Sieger aus letzte Köln gegen Wilsbiburg und jetzt die letzte Partie und da ist auf jeden Fall der Schweriner SC mit bei. Sie haben den Jubel gehört, meine Damen und Herren, der Schweriner SC mit Heimspiel im Viertelfinale. Jetzt der Gegner. Gegen den Sieger aus Hamburg, gegen Köpenick. Ein tolles Los für den Schweriner SC. Das war ein spannendes Spiel in der Arena in Schwerin. Etwas spannender, als wir uns das Ganze vorgestellt hatten. 3:1 gewinnt der Schweriner SC gegen den SC Potsdam. Bei mir jetzt Berit Kaufeld. Über deine Achse lief viel, ansonsten nicht so viel beim Schweriner SC. Ja, haben wir das richtig gesehen? Ja, ich muss sagen, vor allem am Anfang lief es wirklich sehr, sehr schleppend. Auch Potsdam hat uns das nicht einfach gemacht. Wir hatten dann auch ein bisschen Glück, dass Potsdam dann wirklich nachgelassen hat, aber wir auch immer stärker geworden sind. Ja, wie ist das? Ist das nur aufgrund der Pause zu erklären, dass man erstmal reinfinden muss wieder in so ein Spiel, in den Liga-Rhythmus? Ja, ich denke, Pause auf jeden Fall. Es war jetzt, also für mich, seit langem wieder ein richtiges Spiel. Ich war jetzt ja 3 Wochen unterwegs. Und ja, so haben wir jetzt ja auch ewig nicht mehr zusammengespielt. Ja, aber kann man mit so einer Leistung bestehen gegen die Roten Raben Wilsbiburg? Am Samstag hier zu Gast in Schwerin? Also natürlich müssen wir uns steigern, aber ich glaube auch nicht, dass man das jetzt vergleichen kann. Das ist wieder ein ganz neues Spiel, fängt wieder von Null an und ja. Ja, was fehlt euch heute? Wir haben uns aufgefallen, Denise Hanke hat sich sehr hervorgetan durch diese einfachen Bälle mit den Anspielen auf dir. Was kannst du noch hervortun heute im Schweriner Spiel? Hervortun oder Fehler? Hervortun. Das beides gerne. Ja, ich glaube, dass Blockabwehr heute uns gerettet hat. Und auch, dass wir vor allen Dingen am Ende dann wirklich ein bisschen geduldiger geworden sind, nicht zu viele direkt Fehler gemacht haben und dann lieber das an Potsdam abgeschoben haben. Ja, dein alter Trainer Tore Alexandersen hat mal gesagt, mit zu vielen eigenen Fehlern kann man keinen Satz gewinnen. Ist das die Formel für heute? Ja, kann man schon sagen. Also es ist auf jeden Fall immer ein Geheimnis. Wirklich, dass man aus schwierigen Bällen versucht, einfach rüber und dann lass den Gegner den Fehler machen. Ja, was kannst du deinen Mannschaftskameraden jetzt mitgeben gegen die Roten Raben Wilsbiburg? Sind super in die Saison gestartet. Letztes Jahr habt ihr alle 4 Spiele gegen sie gewonnen. Ja, ich glaube auch, die sind wieder eine ganz neue Mannschaft. Also ich weiß gar nicht, ob da irgendeiner im Stamm noch gleich ist. Okay, Lenker Dürr vielleicht noch, aber ja, wir müssen volle Kanne geben auf jeden Fall. Ja, dann wünschen wir viel Glück und danke fürs Interview. Danke. Vielen Dank.